Für 18-Jährige wird das Klimaticket nun gratis. Zumindest für alle, die das Ticket ab Juli in Anspruch nehmen und damit dann ein Jahr lang gratis Bahn, Bus oder BIM fahren können. Das gab Klimaschutzministerin Leonore Gewessler am Donnerstag bei einer Pressekonferenz bekannt. Junge Menschen wollen sich nicht und sollen sich nicht zwischen Klimaschutz und Mobilität entscheiden müssen. Weil sie wissen, das ist kein Entweder-Oder, das braucht beides. Das Gratis-Klimaticket für 18-Jährige soll für junge Menschen wirklich ein Stück Freiheit bedeuten. Ein Stück Freiheit, in Österreich unterwegs sein zu können, einfach bequem und klimafreundlich. Es gäbe mittlerweile mehr als 280.000 Menschen, die das österreichweite Klimaticket nutzen, so Gewessler. Nimm mich jetzt die regionalen Klimatickets dazu, dann haben mittlerweile jeder siebte Österreicher, jede siebte Österreicherin ein Klimaticket und sind mit dem Klimaticket öffentlich in unserem Land unterwegs. Mobilitätsexpertin Lina Mosshammer sprach sich für nachhaltige Mobilität aus und auch die Vorsitzende der Bundesjugendvertretung Rihab Toumi begrüßte das kostenlose Angebot und betonte dabei die Wichtigkeit von Teilhabe für alle bei Mobilität. Ein Faktor sind immer die Kosten und ein anderer ist immer die Verfügbarkeit. Wir wissen, in der Stadt funktioniert es prinzipiell schon bereits ganz gut, aber gerade am Land gibt es große Lücken. Dabei versicherte Gewessler, dass das Öffi-Angebot parallel natürlich ausgeweitet werde. Rekordbudgets für den Bahnausbau, Angebotsausweitung parallel, weil das sein muss. Insbesondere am Land sind wir darauf angewiesen, dass die Bundesländer hier mitziehen. Die Bundesländer haben eine Verantwortung in der Fläche, gerade auch für den Busverkehr, der gerade in ländlichen Regionen natürlich ein großes Thema ist. Aber auch das passiert. Wir sehen, auch da ist Bewegung drin. Dass ein Budget von 120 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werde, verteidigte die Klimaschutzministerin damit, dass das Alter um 18 ein entscheidendes sei. Jede und jeder, der oder die zum öffentlichen Verkehr wechselt, ist ein Gewinn für unser Mobilitätssystem insgesamt und ist ein Gewinn für den Klimaschutz. Das kostenlose Klimaticket kann ab dem 3. Juni einmalig beantragt werden. Möglicher Gültigkeitsbeginn ist ab dem 18. Geburtstag bis einen Tag vor dem 21. Geburtstag. Rund 88.000 Personen werden pro Jahr anspruchsberechtigt sein, sagte Gewessler.